Mount Askja auf Island mit einer riesen Caldera von rund 49 Quadratkilometern droht auszubrechen. Ja, ihr Lieben, alle Daten zu diesem Vulkan verdichten sich nunmehr. Es wird jetzt seit mehreren Wochen, wird jetzt um den Mount Askja auf jeden Fall spekuliert. Wird es zu einer Eruption kommen oder wird es zu keiner Eruption kommen? Aber es sieht wohl demnach aus, dass uns die nächste Zeit eine Eruption erwarten wird. Wie groß diese Eruption wird und wie intensiv, das wissen wir bislang noch nicht. Aber es steht auf jeden Fall so gut wie fest, dass es eine Eruption geben wird. Die Zeitbemessung bis dahin, bis zur Eruption, ist auf jeden Fall noch, ja, sehr brüchig, sage ich jetzt mal. Ich verfolge jetzt auf jeden Fall auch schon seit mehreren Tagen die vulkanischen Daten zu dem Mount Askja, und es ist jetzt bislang auch bei Volcano Discovery mit der Bebentätigkeit rund um den Mount Askja auf jeden Fall noch sehr ruhig, sagen wir mal. Ja, also wir hatten jetzt in den letzten 24 Stunden, zwei Erdbeben rund um den Mount Askja, und wie man hier auch auf den Bildern erkennen kann, es gibt mehrere kleine Krater auch rund um den großen Caldera-See. Und da muss man jetzt halt gucken, ob es da wirklich zu einer Mega-Eruption kommen wird oder ob vielleicht nur ein, ja, Seitenkrater ausbrechen wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt in den letzten Tagen feststellen können, beziehungsweise in den letzten Wochen feststellen können, dass das Eis schmilzt. Also es wird wärmer, und die Forscher sind auf jeden Fall jetzt gerade dran, mit Wärmebildkameras zu kontrollieren, wo diese Wärme herstammt, und man konnte jetzt hier auf jeden Fall mit großer Sicherheit bestätigen, dass sich der See auf jeden Fall erwärmt, und das, die haben jetzt hier auf diesem Bild, das werde ich euch jetzt einblenden, auf jeden Fall eine Wärmequelle gefunden. Und es gab da bislang von seitens der Forscher auch noch eine Möglichkeit, eine weitere Theorie, was da eventuell für gesorgt hat, dass das Eis schmilzt. Und zwar ist das eine Umschichtung des tiefen Wassers aufgrund stärkerer Winde. Na, das heißt, dass dann plötzlich wärmeres Wasser aus dem Untergrund nach oben steigt und sich dann quasi verlagert und dann natürlich das Eis zum Schmelzen bringt, weil da reichen wirklich 1, 2, 3 Grad, ne, dass das Wasser, wenn das Wasser sich um 2, 3 Grad erwärmt, dass dann das Eis anfängt zu schmilzen über mehrere Wochen bzw. Monate hinweg. Und ja, aber demnach sieht es wohl jetzt eher nach seismischer Aktivität aus. Also das bedeutet, dass wir jetzt da unten wahrscheinlich ja, eine Ausströmung wärmeren Wassers haben aus dem Untergrund, und das ist wahrscheinlich dann auch aufgeheizt durch die untersten Magmakammern. Es ist ja insgesamt eine Vulkankette, die zieht sich über 200 Kilometer, und da kann wirklich überall, kann es da mal zur Austretung von Magma im Untergrund kommen, dass es da wirklich zur... Aber hier sieht es jetzt wirklich demnach aus, dass der Mount Askja auf jeden Fall betroffen sein wird und dass es da auf jeden Fall auch ja, die nächste Zeit zu einer Eruption kommen wird. Ich bin natürlich kein Vulkanologe, ich kann auch nur nach den Daten gehen, die im Internet veröffentlicht werden. Aber demnach kann ich euch auf jeden Fall auch schon berichten, weil ich habe halt auch stetig die Bilder und die Daten hier im Auge von dem Vulkan. Auf jeden Fall sieht es so jetzt aus, und ihr werdet auf meinem Kanal dann auf jeden Fall immer die aktuellen Daten und Bilder dann des Vulkans sehen können. Und wir müssen jetzt leider abwarten. Ich werde euch aber regelmäßige Updates liefern. Und ja, ich bin auf jeden Fall erstmal raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Lido Produktion. Auf Wiedersehen. Ich würde euch natürlich an dieser Stelle auch empfehlen, meinen Kanal an dieser Stelle kostenlos für euch zu abonnieren. Und das würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen, dass meine Videos gut ankommen.